Ja, hallo, schön, dass du da bist. Vielleicht hast du gesehen, dass ich schon einige Waschlappen und Servietten in verschiedensten Strukturen selber gestrickt habe. Und jetzt habe ich noch mal ein sehr schönes Muster gefunden in dem Buch Spultücher stricken vom Frech Verlag. Und zwar habe ich mir da die Anleitung hier ganz am Ende ausgesucht, weil mir da die Struktur sehr gut gefallen hat. Das ist ein Muster, das wird kraus rechts mit Hebemaschen gestrickt. Das Schöne an dem Muster ist, dass du wirklich nur rechte Maschen stricken können musst und dass du im Prinzip jede vierte Masche nicht strickst durch die Hebemaschen. Der Effekt, der sich ergibt, das ist das, was ich so schön finde, sind so lang gezogene Maschen, die ja quasi jede dritte Reihe dann abgestrickt werden und im Versatz zu sehen sind, sodass du eine leicht körnige Struktur hast. Und ja, wie du das nachstricken kannst und wie das dann aussieht, wenn du es mit einem bedruckten Garn strickst, das möchte ich dir nun gerne zeigen. Das Muster kraus rechts mit Hebemaschen wird ja wie folgt gestrickt. Du strickst 1, 2, 3 rechte Maschen, dann kommt deine Hebemasche, dann kommen wieder 3 rechte Maschen, deine Hebemasche, und du beendest die Reihe mit 3 rechten Maschen. Auf der Rückreihe machst du das genau das Gleiche. Wieder rechte Maschen, Hebemasche und so weiter. Die Reihe darauf, in der dritten Reihe ist es so, dass du dann aber am Rand nur eine rechte Masche hast, eine Hebemasche, dann kommen die 3 rechten Maschen, die Hebemasche. Ne, da verschiebt sich das ja um einen halben Rapport und in der vierten ist es genauso. Um zu vermeiden, dass ich hier am Anfang und am Ende nur eine rechte Masche habe, da wo die Hebemasche ziemlich am Rand ist, das habe ich nämlich hier festgestellt, dass wenn die Hebemasche hier so am Rand ist, dass mir das überhaupt nicht gefällt hier mit dem Abschluss, habe ich beschlossen, dass ich hier einen Rand machen werde. Das ist jetzt meine eigene Modifikation, anders als jetzt hier in dem Buch. Und zwar werde ich jetzt hier am Rand, an beiden Seiten, habe ich mir überlegt, nochmal 3 rechte Maschen immer dran setzen auf beiden Seiten. Dann habe ich so einen kleinen Rand, ganz schlicht rechts, rechts und werde das hier vorne, also hier unten auch machen. Sprich, ich werde hier auch so einen kleinen Rand machen, werde auch hier, ne, rechts, rechts stricken, also rein kraus rechts ohne die Hebemasche und werde das hier mal mit 6, ich denke, dass 6 Reihen hier ganz gut sind, weil du musst ja rechnen, du hast ja hier noch eine rechte Masche, also ich denke mal, das werde ich jetzt hier den Anfangsrand 6 Reihen machen. Genau. Und wie viele Maschen werde ich jetzt anschlagen? Du hast ja hier immer deinen Rapport von deinem Muster selber. Das sind 4. Ich wollte jetzt 9-mal diesen 4er-Musterrapport stricken, sodass ich da bei 36 Maschen bin. Dann musst du, wie gesagt, an diese 3 Maschen denken. Das ist ganz wichtig, mit denen du das ja immer beschließt. Dann bin ich bei 39 plus die Randmaschen, die sind ja hier 3 und da 3, also plus 6 bin ich bei 45 Maschen, die ich jetzt mal anschlagen werde. So, womit werde ich arbeiten? Ich habe mir als Wolle eine reine Baumwolle ausgesucht, die Star von Lana Grossa, die ist ein bisschen dicker, zu verstricken mit einer 4 bis 4,5er Nadelstärke. Möchte jetzt mal ausprobieren von Myboshi die Rundstricknadel, die vorne hier aus Holz ist. Damit habe ich noch nicht gearbeitet, bin von daher sehr gespannt. Und benötige noch eine Häkelnadel und habe mir da die Adi Nature ausgesucht. Mit der habe ich schon gearbeitet und bin damit ganz zufrieden, die ebenfalls in dem Fall aber einen Holzgriff hat, was ich sehr angenehm finde.
So, los geht es mit der Häkelnadel. Da mache ich einfach immer gerne meinen Anschlag mit, indem ich meine, ja, jetzt 45 Maschen erst einmal als Luftmaschen anschlage. Genau, das sind also 2, 3, 44, 45. Jetzt brauche ich die Häkelnadel nicht mehr. Jetzt wird das Ganze übertragen, ne, auf die Stricknadel. Jetzt übertrage ich die Maschen auf die Stricknadel. Die erste habe ich ja schon, also jetzt in die zweite einstechen, Faden holen, nächste Faden holen. Ne, und so mache ich das, bis ich alle Maschen auf meiner Nadel habe. So, dass die 43, 44 und 45. Und wie gesagt, werde ich jetzt erst einmal den Rand unten stricken. Das heißt, am Anfang gibt es jetzt noch gar kein Muster. Jetzt stricke ich nur rechte Maschen bis zum Ende durch, wobei ich die allerletzte Masche nur abheben werde. Genau, das zeige ich dir aber gleich nochmal, wenn ich am Ende angekommen bin. So, ich bin fast am Ende der ersten Reihe angekommen. Die vorletzte stricke ich noch, die rechte hebe ich nur ab. Da ich danach ja wieder mit nur rechte Maschen stricken möchte, hole ich mir den Faden nach vorne, hebe die Masche ab, dann ist der Faden schon da, wohin gehört. Drehe das Ganze, ne, und kann dann direkt wieder mit meiner rechten Masche starten. Mir gefällt das mit dem Rand, wenn die letzte Masche nicht gestrickt ist, einfach besser. Ja, laut Buch soll man einen Knötchenrand machen, sprich die Masche, die letzte Masche immer rechts stricken. Das ist Geschmackssache, ich mache es jetzt halt so. Genau, das ist jetzt hier, wie gesagt, die zweite Reihe, die ich jetzt kraus rechts stricke. Insgesamt, wie gesagt, werde ich da jetzt 6 Reihen stricken. So, die 6 Reihen sind jetzt gestrickt, einfach nur rechte Maschen, und jetzt geht es an das Muster. Wie gesagt, fängt es jetzt an mit 3 rechten Maschen, dann kommen die 3 von dem Muster, die Hebemasche, 3 von der, wieder rechte Maschen, wieder die Hebemasche, und am Ende, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollten es ja 3 Randmaschen sein und dann noch die 3 Mustermaschen. Also, ich stricke 3 rechte Maschen für den Rand. 1, 2, 3. Jetzt kommen die 3 von dem Muster. 1, 2, 3. Hebemasche. Auf der Hinreihe einfach nur abheben und der Faden bleibt einfach hinten dahinter hängen. Und jetzt wieder 1, 2, 3. Du hebst einfach ab. Der Faden bleibt einfach hinten. 1, 2, 3, einfach abheben, Faden hinten lassen, 1, 2, 3, ne? Und so machst du das jetzt, bis du am Ende bist. So, jetzt habe ich gerade nochmal hier die 3 Maschen gestrickt, das heißt, jetzt kommt wieder eine Hebemasche, ne? Jetzt kommen die letzten 3 von deinem Muster und deine 3, ne, Randmaschen. Auch hier die letzte Masche nicht stricken, umdrehen. Jetzt kommen wieder deine 3 Randmaschen. 2, 3. Wieder deine 3 Mustermaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. So, und jetzt wird der Faden nach vorne genommen und nicht verstrickt. Das heißt, du nimmst die ab, der Faden rutscht quasi zwischen diese beiden Maschen und dann kommen wieder 3 gestrickte rechte Maschen. Jetzt kommt wieder deine Hebemasche, du hebst die Masche, der Faden nach vorne, du hebst die Masche ab, der Faden rutscht quasi zwischen deine beiden Maschen. Wieder 1, 2, 3, ne, Hebemasche abheben, lässt den Faden wieder nach vorn, also hier dazwischen rutschen,
Und auch das machst du wieder bis zum Ende. Und auch hier am Ende ist es natürlich so, dass ich jetzt hier noch einmal eine Masche habe, die ich abhebe, meine drei letzten Mustermaschen habe und jetzt noch meine drei Randmaschen. Jetzt haben wir die ersten beiden Musterreihen gestrickt. Jetzt kommt die dritte. Die dritte ist jetzt anders. Da ist es jetzt so, dass du wieder deine drei rechten Randmaschen hast, dann machst du aber nur eine rechte Masche und dann kommt deine Hebemasche. Also, du strickst erstmal deinen Rand, 2, 3, jetzt strickst du nur eine rechte Masche und jetzt hebst du ab und lässt den Faden hinten. Jetzt kommen wieder 3, 2, 3, dann hebst du die jetzt wieder ab, lässt den Faden hinten, 1, ups, na, 2, 3, Faden hinten lassen, abheben, 3, auch das machst du bis zum Ende. So, genau, jetzt habe ich hier meine 3 wieder gestrickt, das heißt, hier muss ich wieder eine abheben, dann kommt die letzte Masche von deinem Muster und die 3 Randmaschen abheben, umdrehen. Und jetzt auf der Rückseite machst du genau das gleiche, wie du es eben gemacht hattest, bei deiner zweiten Reihe, nur dass es jetzt eben wieder, also auch wieder mit da vorne mit der Hebemasche, nur dass du jetzt hier natürlich wieder deine 3 Randmaschen hast, nur eine Masche hast. Und jetzt kommt ja wieder deine Hebemasche, das heißt, der Faden kommt wieder nach vorne, du hebst ab, der Faden rutscht dazwischen, du nimmst 1, 2, 3, hebst ab, Faden rutscht dazwischen, vorne rum, 1, 2, 3. Und so machst du auch das wiederum bis zum Ende. Hier sieht man auch schon wieder den Faden, wo ich eben nicht gestrickt habe. Das ist jetzt meine letzte Hebemasche, die letzte rechte Mustermasche und mein Rand. Und dann habe ich jetzt meinen Rapport auch gestrickt. Das ist jetzt mein Höhenrapport. Sprich, jetzt geht es wieder los mit der ersten Musterreihe. Diese 4 Musterreihen, die wiederholst du, bis du die gewünschte Höhe hast. Also, ich habe jetzt 18 Rapporte hochgestrickt und es ist nicht mehr viel Garn da, sodass ich jetzt die 6 Abschlussreihen, die Randreihen stricken werde, wie unten auch. Sind das einfach nur rechte Maschen, ohne Hebemaschen, die ich jetzt hier komplett lang stricke. Ich stricke jetzt erstmal 5 Reihen, denn in der 6. Reihe wird auch gleichzeitig abgekettet. Ich habe jetzt 5 Reihen komplett gestrickt. Das heißt, jetzt kommt die 6. Reihe, die ich beim Stricken abkette. Das heißt, am Anfang stricke ich erstmal 2. Dann gehe ich in die davor gestrickte mit der linken Nadel rein und ziehe mit der rechten Nadel die Schlaufe durch und kette direkt ab. Jetzt wird nur noch immer nur eine Masche abgestrickt, wiederum mit der linken Nadel in die zuvor gestrickte Masche einstecken und mit der rechten Nadel den Faden, die Schlaufe durchziehen. Also erst stricken, mit der linken Nadel einstechen, mit der rechten die Schlaufe durchziehen. Ja, und das machst du, bis du am Ende alle Maschen abgekettet hast. So, auch hier stricke ich die letzte Masche nicht ab, sondern ziehe es einfach durch. Ja, und dann kannst du es auch schon abschneiden. Und ja, wie du siehst, ist nicht sehr viel Faden übrig geblieben. Das heißt, wenn du lockerer strickst wie ich, könnte es sein, dass du weniger Reihen oder ein paar
ein paar Reihen weniger hinbekommst. Das musst du dann einfach mal ausprobieren, weil ich habe die Wolle wirklich sehr gut aufgestrickt. So, hier siehst du nun den Unterschied der beiden Stricktücher. Das erste ist gestrickt mit der Maiboshi-Wolle Nummer 2. Und zwar habe ich das mit einer Dreier-Stricknadel gestrickt. Die Maschen sind also etwas kleiner. Und die Anleitung, die ich hier gerade hier gestrickt habe, dieses Muster habe ich ja mit der Star gestrickt, mit der Vierer-Stricknadel, sprich es ist dicker. Die sind beide so ca. 26 auf 26 cm groß. Was du sofort sehen kannst, ist, dass hier in einem Uni gestrickt natürlich die Maschenstruktur super toll sichtbar ist. Ich persönlich mag es so lieber, aber das ist immer Geschmackssache. Ich bin so mehr der Uni-Typ. Aber ich finde auch schon auch, dass man einem bedruckten Garn nochmal eine schöne Struktur geben kann. Es bekommt auch eine andere Griffigkeit. Du siehst halt hier einfach nicht so gut, um was für eine Struktur es sich genau handelt, weil es einfach überlagert wird von einem bedruckten Garn. Aber das bedruckte Garn bekommt dadurch nochmal ja, so ein bisschen einen Effekt. Damit du mal noch den Unterschied hast, ich habe ja hier 45 Maschen angeschlagen bei dem bedruckten Garn und 18 Höhenrapporte gestrickt. Und bei diesem hellen Garn von Maiboshi hatte ich 53 Maschen angeschlagen, weil es einfach ein etwas feineres Garn ist, und 23 Rapporte hochgestrickt. Noch zu guter Letzt, hier ist ja fast kein Garn übrig geblieben. Das ist dieser kleine Rest. Und bei Maiboshi ist dieses kleine bisschen übrig geblieben. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon gewaschen. Und ja, also auch das wird ganz gut aufgestrickt. Ja, es hat mich gefreut, dass du mal wieder zugeschaut hast. Vielleicht gefällt dir das Projekt ja genauso gut wie mir. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.